Ja, mitten im Sommer ist die richtige Zeit, um Hortensien zu vermehren. Und das kann man sehr einfach über Stecklinge machen. Hier haben wir jetzt hier so eine klassische Tellerhortensie. Das geht aber mit ganz vielen Hortensien. Wir nehmen aber dazu nicht so einen Blütentrieb, sondern wir nehmen dazu einen Trieb, der dieses Jahr frisch gekommen ist, aber noch keine Blüte hat. Und da machen wir ein 15 bis 20 cm langes Stück ab. Und wie es weitergeht, zeige ich euch jetzt am Tisch. So, unser Steckling kommt jetzt erstmal in Wasser hinein und wir bereiten den Topf vor, wo der Steckling drin wachsen soll. Dazu brauchen wir wieder eine sandig-humose Erde. Wir haben also normale Blumenerde mit Sand gemischt. Dünger sollte man auf keinen Fall da reingeben. Das ist bei Stecklingen nie gut. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man den Steckling vorbereiten muss. Es werden die Blätter entfernt. Fast alle. Blätter werden abgeschnitten. Man kann sie auch besser abschneiden, sonst reißt man die Rinde ein. Und die oberen Blätter, die werden halbiert. Das ist immer der gleiche Grund bei Stecklingen. Man will nämlich die Verdunstungsfläche minimieren. Ne? Diese kleine Pflanze soll ja wachsen, aber sie hat am Anfang nur diese kleine Eintrittsfläche für Wasser. Ja, und da müssen die Blätter ein bisschen reduziert werden. So ist er wunderbar. Man kann sich so merken, das ist ungefähr so eine Scherenlänge von so einem Steckling. Und so stecken wir den jetzt in unsere Erde hinein. Jetzt müssen wir noch zwei Sachen machen, und zwar einmal angießen. Es muss also einmal gut durchgefeuchtet werden. Und dann ziehen wir einen Klarsichtbeutel oben drüber. Da kann man so einen Gefrierbeutel nehmen. Das hat den Vorteil, dass gespannte Luft entsteht. So ein kleines Mini-Gewächshaus. Ich habe hier extra schon so ein paar Löcher reingemacht, damit kein Hitzestau entsteht. Mit einem Gummi drum kann man das Ganze fixieren. Und so bleibt unsere Hortensie an einem schattigen, halbschattigen Platz draußen stehen. Die wird langsam bewurzeln. Das dauert viele Monate. Und erst im Frühjahr, nach den Frosttagen, kann man die Pflanze dann in den Garten setzen. Es gibt noch eine Alternative. Man kann auch Hortensien direkt in Wasser setzen oder abgeschnittene Stängel in Wasser setzen. Und dann dauert es aber auch einige Wochen. Aber irgendwann, kann man hier gut sehen, entstehen die ersten Wurzeln. Also man kann natürlich auch auf die Art und Weise seine Hortensien vermehren. Dauern tut es ungefähr gleich lang. Diese Methode direkt in Erde halte ich aber für besser. Das funktioniert einfach besser, da habe ich viel mehr Erfolge mit gehabt. Naja, und so kann man seine eigene Hortensienpflanzung anlegen für wenig Geld.